Ich begrüße Sie und euch ganz herzlich zum Mittagsimpuls hier aus der Augustinerkirche in Würzburg. Die musikalische Gestaltung liegt heute in den Händen von Tamara Svetlova, Sofia Esinov und Ilja Esinov. Ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein gewaltiger Sprung für die Menschheit. So kommentierte der US-Astronaut Neil Armstrong den Moment, als er am 21. Juli 1969 als erster Mensch den Mond betrat. Die Mission der Apollo 11 wurde von 500 Millionen Fernsehzuschauern verfolgt. Dieses Ereignis brannte sich ins kollektive Gedächtnis der Menschheit ein und seine Helden sind Neil Armstrong und Edwin Aldrin, der ewige Zweite, der 19 Minuten nach Armstrong den Mond betrat. Aber da gab es noch einen dritten Astronauten in der Apollo 11, der den Mond nicht betreten sollte. Michael Collins. Erst kürzlich, am 21. Oktober, feierte er seinen 90. Geburtstag. So erst bin ich über einen Zeitungsartikel auf ihn aufmerksam geworden. Der eine schreibt Geschichte, der andere befindet sich derweil im Funkschatten des Mondes. Erst 45 Minuten später ist sein Funkkontakt zur Raumfahrtzentrale in Houston wiederhergestellt. So viel Einsamkeit hat er ausgehalten, wie er später angab. Bespöttelt wurde er auch. Er sei der einzige Mensch gewesen, der die Mondlandung nicht live gesehen hätte. Michael Collins wurde 1930 als Sohn eines amerikanischen Armeeoffiziers geboren. Science-Fiction-Helden begeisterten ihn für die Erforschung des Weltalls, lange bevor es die NASA und Astronauten gab. Im Jahr 1966 wurde er Teil des Apollo-Programms und konzentrierte sich auf Aufgaben, die es letztlich vereitelten, dass er die Mondoberfläche betrat. Für mich ist Michael Collins eine sympathische Figur. Besser noch, eine Haltung finde ich besonders bemerkenswert, seine Demut und Bescheidenheit. Demut hat eine sprachliche Wurzel im Alt- und Mittelhochdeutschen. Diemut heißt dienstwillig, bezeichnet die Gesinnung eines Dienenden. Unseren Vorfahren, den Germanen, war eine solche Haltung fremd. Sie kannten nicht einmal den Begriff. Diemut als Haltung ist erst im 9. Jahrhundert in den deutschen Wortschatz aufgenommen worden. Sie bezeichnet einen Menschen, der ohne Lohngedanken seinen Dienst tut. Loyal, freiwillig, aus eigener Entscheidung und nicht wie ein Sklave. Das griechische Wort für Demut ist Tapenos. Im Neuen Testament wird Tapenos stets positiv verstanden. Als Nächstenliebe, als die Fähigkeit, von sich abzusehen. Gott stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Lukas im 1. Kapitel. Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene. Matthäus 20. Und dann tut Jesus das, was in einem wohlhabenden Haushalt die Aufgabe des untersten Sklaven ist. Er wäscht die Füße der Jünger. Johannes 13. Für uns erwächst daraus der Auftrag, wie er im Philipperbrief formuliert ist. Seid so untereinander gesinnt,
wie es auch der Gemeinschaft in Christus entspricht. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auf das, was dem anderen dient. Paulus mahnt in der zitierten Stelle zur Demut des Einzelnen als Teil einer Gemeinde, die zu einer solidarischen Gemeinschaft wird. Freiwilliger Statusverzicht, Verzicht auf das Ringen um Aufstieg in hierarchischen Strukturen, ist ein Gegenmodell zu den Lebensverhältnissen in der antiken Welt, in der Statusbewahrung, Rangordnung, Karriere, Antriebskräfte des Verhaltens waren. Paulus entwirft das Bild einer neuen Gesellschaft, die herrschaftsfrei ist, die von kollektiver Demut geprägt ist. Ein Gesellschaftsmodell, das der Antike außerhalb des Christentums völlig fremd ist. Und noch ein Gegensatz zur heidnischen Antike. Dort kennt man keine Krankenhäuser, allenfalls sogenannte Valitudinarien, in denen nicht jedermann, sondern Soldaten und Sklaven gesund gepflegt wurden. Wirtschaftliche Aspekte als Leitlinie. Die Christen, nur die Christen, bauten Krankenhäuser für alle, zum Dienst am Nächsten, ohne Ansehen der Person. Demut ist also nicht das, was der Philosoph Friedrich Nietzsche den Christen vorgeworfen hat. Demut sei Sklavengeist, nehme die Freiheit, den gesunden Kämpfergeist, nehme den natürlichen Selbstbehauptungstrieb. Begriffe und Vorstellungen, die sich einfügen in Nietzsches Lehre vom Übermenschen, die die Nationalsozialisten für ihre Zwecke umgemünzt haben. Demut ist keine Unterwürfigkeit, nicht das Fehlen von Ich-Stärke, keine falsche Bescheidenheit und keine Weltverneinung. Es ist eine Haltung, an der sich ablesen lässt, was Christsein bedeutet. Demut
ist das Lebensmodell Jesu, in dessen Nachfolge wir gerufen sind. Zwei Gewährsleute lassen Sie mich noch anführen. Der erste ist der irische Schriftsteller C.S. Lewis, der die berühmten Chroniken von Narnia geschrieben hat. Er sagt über die Demut: Demut bedeutet nicht, weniger von sich selbst zu denken. Es bedeutet, weniger an sich selbst zu denken. Mein zweiter Gewährsmann ist Papst Johannes der 23. Ein junger Bischof gesteht dem Papst, dass er wegen der Last seines Amtes, wegen der Bedeutung seines Amtes nicht mehr schlafen kann. Diesem Bischof erzählt der Papst, dass es ihm nach seiner Wahl zum Papst ebenso ergangen sei. Und er eine Zeit lang überhaupt nicht schlafen konnte. Einmal aber sei er dann doch eingenickt. Ein Engel sei ihm im Traum erschienen, dem er seine Not erzählt habe. Die Antwort des Engels ist berühmt geworden: Giovanni, nimm dich nicht so wichtig. Auch das verkörpert für mich, was Demut heißt. Lateinisch heißt Demut übrigens Humilitas. Das bedeutet auch Niedrigkeit, Kleinheit, so etwas wie Bodenhaftung, die Johannes der 23. stets bewahrt hat. Demut ist also erstens eine Grundhaltung in der Nachfolge Jesu. Sie lässt Menschen zweitens zu einer Gemeinschaft zusammenwachsen. Sie ist aber drittens auch Entlastung. Weil ich nicht allein für das Gelingen einer Unternehmung zuständig bin, ohne mich deshalb klein machen zu müssen. Ohne Michael Collins und seine wertvolle Arbeit wäre die Mondlandung nicht geglückt. Wir alle sind wichtig für Gott und hoffentlich für viele unserer Mitmenschen.
Deshalb brauchen wir uns nicht so wichtig zu nehmen. Sie hören gerade einen Mittagsimpuls. Bevor Sie aber heute Abend schlafen gehen, könnten Sie ans Fenster treten oder noch einmal hinaus auf die Straße, den Mond anschauen und dabei an Michael Collins denken und auch an Johannes den 23. Schlafen Sie gut. Thank you.